Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video kümmern wir uns mal wieder um das Thema Ableiten von Brüchen. Wir hatten ja schon im vergangenen Video ganz kleinschrittig gelernt, wie wir Brüche in die Potenzschreibweise umwandeln. Heute gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Wenn wir die Potenzschreibweise erreicht haben, wollen wir natürlich die erste Ableitung bestimmen, denn dafür machen wir die Umwandlung eigentlich. Das ist sozusagen die Vorarbeit für das Thema Ableitung. Du siehst jetzt hier vier Aufgaben. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal die Lösung an. Als erstes habe ich dir hier oben einmal die wichtigen Regeln hingeschrieben, die wir jetzt hier ganz automatisch drauf anwenden werden. Einmal als erstes die wichtige Umformungsregel, die haben wir ja schon im vergangenen Video kennengelernt. Und danach die typische Potenzregel zum Ableiten. So viel vorweg. Jetzt kümmern wir uns um die Lösung von f von x. Wir haben die Funktion 1 durch x hoch 3 gegeben. Du weißt ja, Bruchstrich steht auch für eine Geteiltrechnung. Wenn du den Aufbau 1 durch x hoch 2 gegeben hast, kannst du mithilfe dieser ersten Regel hier relativ einfach die Potenzschreibweise, also x hoch Zahl, erreichen. Denn dazu notierst du dir immer deine Variable, je nachdem wie die heißt. In der Regel ist es ja irgendwie x oder t. So. Und dann führst du einen Vorzeichenwechsel im aktuellen Exponenten, also in der aktuellen Hochzahl durch. Da steht jetzt hoch 3. Vorzeichenwechsel heißt dann hoch minus 3. So, jetzt haben wir die Potenzschreibweise, also x hoch Zahl, erreicht. Und jetzt können wir dann auch tatsächlich die typische Potenzregel, die du eigentlich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon kennst, zum Thema Ableiten ja drauf anwenden. Hier heißt es ja immer, aktuelle Hochzahl mit der Zahl davor mal nehmen. Wenn dort keine Zahl steht, denken wir uns da 1 hin. Die Rechnung ist also minus 3 mal 1, das ist minus 3. Dann notieren wir das x dahinter, also unsere Variable, und ziehen im aktuellen Exponenten 1 ab und erhalten somit unseren neuen Exponenten. Ja, minus 3 minus 1 ist minus 4. Das ist dann auch schon die Ableitung. Zweites Beispiel. Hier müssen wir noch einen kleinen Zwischenschritt dazwischen schalten, denn wir sehen ja jetzt hier nicht mehr 1 durch x Hochzahl, sondern im Zähler steht offensichtlich die 4. Wenn das der Fall ist, brauchen wir einen kleinen Zwischenschritt. Wir können den Zähler nämlich davor multiplizieren. Also 4 mal. Und jetzt können wir anstatt im Zähler die 4 zu notieren, eine 1 notieren. 1 durch x Quadrat. So. Und jetzt können wir wieder die Potenzschreibweise erreichen. Ich mache mal ganz kurz dieses G-Strich ein bisschen weg, weil wir brauchen ein bisschen mehr Platz. So, also, das ist nämlich dasselbe wie, also Vorzahl wieder übernehmen. Jetzt sehen wir hier dieses 1 durch x hoch Zahl. Wir notieren also das x und führen einen Vorzeichenwechsel im Exponenten durch. Aus positiv 2 wird dann minus 2. Wie du siehst, haben wir jetzt hier den Aufbau x hoch Zahl, also die Potenzschreibweise, erreicht und können jetzt tatsächlich G' bilden. Also, hier ist es wieder aktuelle Hochzahl mit der Zahl davor mal nehmen. Die Rechnung ist minus 2 mal 4, das ist minus 8. Dann notieren wir wie immer unsere Variable und ziehen im alten Exponenten 1 ab. Minus 2 minus 1 ist minus 3. Zack, das ist die Ableitung. Ja, haben wir nichts. Auch hier sehen wir wieder nicht 1 im Zähler, sondern tatsächlich eine minus 3. Also wissen wir auch hier schon wieder, okay, wir müssen als erstes einmal umformen. Wir werden erst einen Zwischenschritt einbauen, indem wir die Vorzahl einmal davor multiplizieren. Dann sind wir bei minus 3 mal 1 durch x. So, jetzt können wir uns wieder um die Potenzschreibweise kümmern. Das heißt, die minus 3 mal wird übernommen. Ja, und jetzt heißt es ja wieder, wir sehen den Aufbau 1 durch x hoch Zahl. Naja, nicht wirklich, weil da steht ja keine Hochzahl. Aber du weißt ja, dass x eine Abkürzung ist für x hoch 1. So, jetzt hast du wieder den Aufbau 1 durch x hoch Zahl. Die Hochzahl ist 1, also notieren wir wieder unser x und führen wieder einen Vorzeichenwechsel im aktuellen Exponenten durch. Aus positiv 1 wird dann natürlich minus 1. So, Potenzschreibweise erreicht. Jetzt können wir H' bilden. Also, einmal kurz sortieren. Aktuelle Hochzahl mit der Zahl davor mal nehmen. Die Rechnung ist minus 1 mal minus 3. Das ist 3. Dann x notieren und im aktuellen Exponenten wieder wie gewohnt 1 abziehen, um den neuen Exponenten zu erhalten. Minus 1 minus 1 ist nämlich minus 2. Und das ist dann auch schon die Ableitung. Wie du siehst, habe ich eine kleine Aufgabe für dich vorbereitet, anhand der du sehr gerne überprüfen kannst, ob du die Inhalte, die ich dir jetzt versucht habe, in diesem kleinen Video zu erklären, wirklich verstanden hast. Schnapp dir mal die Funktion 6 durch x hoch 4, wandle sie um, leite sie ab und vergleiche danach deine Lösung mit der Musterlösung. Die findest du auf einfachmathe.com/Lösung. Da findest du zumindest mal eine Übersicht über alle Aufgaben und Lösungen. Und den genauen Link zu dieser Aufgabe hier, den packe ich dir einmal in der Videobeschreibung oder als angepinnten Kommentar hier unter das Video.
Ja, dann kannst du direkt mal deine Lösung mit der Musterlösung vergleichen und siehst, ob du es richtig gelöst hast oder eben nicht. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du nachher nochmal kurz zurückkommen würdest und mir schreiben würdest, wie fandest du diese Aufgabe? Kamst du damit gut zurecht? Soll ich nochmal weitere Aufgaben zu diesem Thema erstellen? Oder soll ich ja Videos zu irgendwelchen anderen Themen erstellen? Dann schreib mir das auch super gerne. Ich würde gerne von dir lesen, denn das hilft mir ja auch und zeigt dem Algorithmus, dass Mathe auf YouTube gar nicht mal so unnötig ist. Nenn es einfach mal so. Und ja, für diejenigen, die ein Skript haben, schaut es gerne im GK-Skript und im LK-Skript. Ist das Thema natürlich auch vorhanden mit Übungsaufgaben, mit Lösungen, mit allem Möglichen, ihr kennt's. Und das soll es für mich tatsächlich für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen.